Willkommen zu einer neuen Unboxing. Heute stellen wir euch ein Modem vor. Hier handelt es sich um ein günstiges Modem für die Telefonleitung. Also kein Kabel oder Glasfaser, sondern die gute alte Telefonleitung. Die Kriterien, die ich dabei gehabt habe, war, dass es ein ADSL 2 Plus Modem ist und Annex A unterstützt. Und das ist das günstigste Modem, was auch vom Design her passt. Wichtig war mir noch, dass eine PPOE-Verschlüsselung unterstützt wird, also sprich, dass ich es im Bridging-Modus betreiben kann. Das hier soll ein Testgerät sein, schaut nicht so schlecht aus. Den einzigen Nachteil, den ich damals gesehen habe, ist, dass ich einfach das Telefon nicht mehr dazu schließen kann. Aber dazu kommen wir später. Von der Seite. Hier stehen nur die Spezifikationen drauf, also was vielleicht interessant ist, ist Betriebstemperatur ist von 0 bis 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 Prozent, nicht kondensierend. Für Annex A bzw. ADSL 2 Plus haben wir den G992.5 Standard, hat nur einen 100 Mbit Port, aber das Modem unterstützt maximal 24 Mbit. Von daher sollte das auf alle Fälle ausreichend sein. TP-Link ist an und für sich eine günstige Marke, habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und Sinn und Zweck in dem Ganzen ist, einen Router dahinter zu betreiben. Sprich, hier fehlt der Router, hier ist auch kein WLAN oder sonstig integriert, weil ich das alles nicht brauche. Ich habe hier einen eigenen Router, mit dem ich das anschließe, also den würde ich über normales Netzwerkkabel verbinden. Und die Hauptaufgabe vom Modem, das erfüllt es. Und von den ganzen anderen Router, einem Modem, die auch einen Router integriert haben, beziehungsweise ein WLAN und so weiter, hört man ja nur Schlechtes. Beziehungsweise die Kommentare sind ja hier sehr witzig, nur weil das WLAN schlecht ist, ist gleich das ganze Gerät schlecht. Wie schon gesagt, ich habe einen eigenen WLAN-Router und hier benötige ich die Funktion nicht. Wir haben hier die Version 8.1. Falls das jemanden interessiert, und das Modell ist das TD8616. Und jetzt zum Unboxing. Also hier haben wir eine CD, wahrscheinlich ist das PDF, eine Bedienungsanleitung hier drauf. Interessant, dass noch eine dabei liegt, weil manchmal kriegt man ja gar nichts mehr, nur mal einen Zettel mit einem Link zur Homepage und dann gibt es die Homepage nicht mehr. Quick Installation Guide. Was es alles beinhaltet, hier wie man es dann anschließt, beziehungsweise wie man es direkt auf einem Windows-Rechner betreibt, was man sich nachher einwählen kann. Also nichts Aufregendes hier. Schaut die Windows-Anleitung und noch Troubleshooting. Interessant ist, dass TP-Link hier 3 Jahre Garantie auf das Ganze ergibt. Habe ich so länger nicht mehr gesehen, bei den meisten Geräten wird die Garantiezeit ja immer verkürzt. Dieser ADSL-Splitter hat hier die Modellbezeichnung SP201. Hier schließe ich es direkt an der Dose an, vom Haus. Und hier eben fürs Modem und einmal zum Telefon. Bei der Fritzbox ist hier das anscheinend integriert, direkt in das Modem selbst. Hier ist ein Adapter oder ein Splitter, von daher ist mir egal, für den Preis ist die Fritzbox viel zu überteuert. Hier haben wir das Netzgerät eben mit 1 Ampere und 5 Volt Ausgangsleistung. Das ist der Stecker, ganz normal. Dann hier eben die 2 Kabeln, wahrscheinlich eher alle kurze Kabeln, aber zumindest sind Kabel dabei, ist ja auch nicht immer Standard. Wird überall gespart. Dann hier ein normales Ethernet-Kabel. Schauen wir mal, was es hat. Cat5 UTP, also nicht abgeschirmt. Billigste Version, wahrscheinlich 1 Meter. Also ja, hier wird natürlich gespart. Komplettes Plastikgehäuse, ist sehr leicht. Hier vorne die 4 LEDs für die einzelnen Zustände oder Modi. Von vorne nichts Besonderes. Seite auch nichts. Unterhalb sind hier
ein paar Raten drauf. Man hat auch die Möglichkeit, hier das anscheinend auf der Wand zu befestigen. Und das Interessanteste ist natürlich eben hinten die Anschlüsse, sprich ein Ausschalt, Netzgerätanschluss, Reset-Knopf, LAN-Kabel, ADSL-Kabel. Das war's zum Unboxing von diesem TP-Link. Wenn ihr mehr Infos wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde jetzt mal gleich ihn anschließen und ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ach.